Nach einem wunderbaren Frühstück im Weingut Kernwein bin ich dann aufgebrochen, wieder hier hoch in die Weinberge. Ich habe dann relativ bald schon einmal durch diese Reihen hindurch geschaut und habe dann hier hinten diese Unregelmäßigkeit gesehen. Da knickt einfach so eine Reihe ein bisschen ab. Man schaut hoch und sieht dort relativ klar eben diese geraden Reihen, die sind mit Schatten und Licht schön voneinander getrennt. Da oben der bewaldete Berg. Das habe ich mir gedacht, das ist ein schönes Motiv. Und habe dann hier angehalten, habe mich hingesetzt und habe angefangen zu malen. Wir haben eine relativ hohe atmosphärische Durchgängigkeit. Das heißt, normalerweise nach hinten wird es mir ja ein bisschen diesiger und ich kann es abgrenzen vom Vordergrund. Das geht heute nicht. Ganz in der Früh war es ein bisschen diesig, aber dafür hat es halt auch nicht ausgeschaut, weil einfach dadurch, dass die Sonne fehlt, natürlich Sonne und Schatten wiederum fehlen. Es ist sehr, sehr schwer, Weinberge zu malen, habe ich festgestellt. Ich glaube, was wirklich helfen würde, wäre der Herbst, der die Blätter verfärbt. Und wenn man Fotos sieht, so hier von den Weinbergen, die Fotografen gehen meistens im Herbst, wenn eben das Laub sich färbt. Und wenn man die unterschiedlichen Felder voneinander abgrenzen kann. Es ist zwar alles hier Wein, aber es sind ja doch andere Sorten. Und die einen sind ein bisschen früher reif und die anderen ein bisschen später. Und so wird es auch mit dem Herbstlaub sein. Und ich glaube, um wirklich hier mich mit dem Wein, dem Malen von Wein weiter beschäftigen zu müssen, werde ich im Herbst nochmal wiederkommen. Und ich glaube, das wird auch wunderschön sein, hier eben durch diese Farben zu laufen. Was ich im Weingut Kernwein auch gelernt habe, ist die Flurbereinigung, die hier gemacht wurde in die 70er Jahre. Und zwar wurden hier tatsächlich die gesamten Berge mit Bulldozern abgetragen und neu geformt. So ein Terraforming, sagt man ja dazu. Es wurde tatsächlich diese kleinen verschachtelten Weinberge, die es hier früher gegeben hat, wurden also komplett niedergewalzt und eben hier angelegt. Und das hat eben auch zu diesen geschwungenen Wegen dann geführt, die sie da gemacht haben. Man kann sehr froh sein, dass sie es in einer Stange gerade gemacht haben, gell? Und deswegen sind auch keine kleinen Hütteln da. Diese kleinen Hütteln, die in den Weinbergen liegen, die waren ja dafür, dass die Arbeiter sich einmal unterstellen konnten, beim schlechten Wetter, das Gerätschaft und so weiter dort gelagert wurden. Und die gibt es hier nicht, weil hier wird nichts gelagert, die fahren hier mit Maschinen durch. Es ist natürlich für die Landwirtschaft, und ich meine, die verdienen hier Geld mit, da macht man sich es natürlich einfacher. Wie in jedem Beruf versucht man eben sein Werkzeug irgendwie
irgendwo rational einzusetzen. Und das wird hier alles mit Maschinen bedient und deswegen gibt es jetzt diese Hütterl nicht, die natürlich für den Landschaftsmaler sehr romantisch wären. Aber da habe ich ja auch noch von meiner letzten Wanderung, habe ich auch noch ein Motiv. Ich verlinke euch das vielleicht hier. Meine nächste Station auf meiner Wanderung durchs Weinparadies Franken ist das Schloss Frankenberg. Da muss es wohl auch eine Wirtschaft geben, wo ich Pause machen kann. Es ist jetzt inzwischen fast 2, also das Frühstück ist schon ein bisschen was her, ein kleines bisschen kann ich schon vertragen und vielleicht auch schon einen Schoppen Wein. Gestern habe ich einen sehr, sehr schönen Silvaner noch getrunken am Abend. Also es ist wirklich nicht nur eine unglaubliche Gegend, schöne Motive, sondern wirklich auch gute Weine. Ja, zuerst einmal habe ich es genossen, nach der Ruine der Kunigundenkapelle ein bisschen hier oben im Wald zu laufen. Direkt hier unter diesem Weg ist dann der Weg, der eben an den Weinbergen entlang geht. Aber hier sind saumäßig viele Mücken im Wald. Ja, und dann habe ich mich gewundert, das ist hier der Steigerwald-Panoramaweg. Und der führt tatsächlich hier konstant am Panorama vorbei. Das versteht auch kein Mensch. Ich gehe jetzt ein Stück runter, weil parallel dazu hat man A, wirklich ein Panorama und B, weniger Mücken. Dafür ist es ein bisschen heißer, aber weit habe ich es nicht mehr zum Schloss Frankenberg. Und dann gibt es sicherlich was Kühles zu trinken für mich. Jetzt schaut mal her. Kaum geht man ein paar Schritte vom Steigerwald-Panoramaweg weg, schon hat man ein Panorama. Das ist mir hier schon einige Male passiert. Ich glaube, der führt einfach hauptsächlich durch den Steigerwald. Und Wald ist nun mal Wald. Und so gern ich den Wald mag, manchmal ist es einfach auch der grüne Tunnel. Und dann freue ich mich, wenn ich ein bisschen was auch als Sonne sehe und ein bisschen in die Weite schauen kann. Und da drüben, ich weiß nicht, ob ihr es schon sehen könnt, das hier muss die Burg Frankenberg sein. Da gibt es was zum Trinken. Gerade war ich oben auf dem Schloss Frankenberg. Da gibt es ein Wirtshaus im Amtshaus. Es ist sehr modern, aber sehr, sehr schön. Und da habe ich ein Duett von der Bratwurst gegessen. Wir sind ja hier auf der Grenze von Mittelfranken zu Unterfranken. Und da gab es eine
unterfränkische und eine mittelfränkische Bratwurst. Die eine, die mittelfränkische, ist ein bisschen gröber als die unterfränkische. Waren beide sehr, sehr gut. Und dazu habe ich einen blauen Silvaner getrunken. Und auch der war wieder ganz hervorragend. Und ich glaube, der blaue Silvaner, das ist mein neuer Lieblingswein, den ich hier auf dem Weinparadiesweg für mich entdeckt habe. Jetzt gehe ich hier runter nach Reusch und da ist dann der Boxbeutel Express und der nimmt mich hoffentlich mit nach Iphofen, wo ich dann wieder den Zug zurück nach Nürnberg bekomme. Ich möchte euch ganz herzlich danken fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Ein ganz besonderer Dank geht diesmal hier ans Weinparadies Franken, die mich hier auf meinem Weg so toll unterstützt haben. Und ich wünsche euch alles Gute. Bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.